Wenn wir auf ins Freeclub fährt, dann kriegt er Haus. Stark und für Uli wäre mal was down. Die Ruhe geht in den Stall und weckt die Kühe. Der Holz geht auf das Feld in der Früh. Die Kinder kommen mit Quarki und der Schuld. Die Lippe, der hat die Büchsen auch gar voll. An Abend war die Stimmung nur ganz groß. Die Narbe kommt nur geitert richtig los. Ja, 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 das sollte dir, das sollte dir. Immer noch einmal, wenn du den Saal, ja, ja, das sollte dir, das sollte dir. Tanz mit mir noch mal so schwer wie man soll. An den Tag, das wird ja wohl gelacht. Fröhlich wird die Arbeit dann gemacht. Das Koppen waschen, Gürtel und Maracken. Das Geiz so von der Hand, das ist zum Lachen. Und wenn ich ganz so für den Hochalkohol, dann ist das mein Nachlockgang noch gar nicht so. Der Bur, der rückt und echt die Gröte der. Oh, Schnuck, komm fair und stell ihn doch mal fair. Ja, dann ist Tanz auf der Tür, Tanz auf der Tür. Immer noch einmal, quer so öffnen soll. Ja, dann ist Tanz auf der Tür, Tanz auf der Tür. Tanz mit mir noch mal so quer öffnen soll. Ja, dann ist Tanz auf der Tür, Tanz auf der Tür. Immer noch einmal, so quer so öffnen soll. Ja, dann ist Tanz auf der Tür. Tanz auf die Idee, tanz mit mir nochmal so viel im Saal. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Wir danken euch, dass ihr erschienen sind, trotz Schnee und Eis. Und wie ich sehe, ihr habt euch ja alle schick gemacht. Dem Motto entsprechend sehe ich hier ein paar Kühe, ein paar Dürndl, sehe ich glaube ich. Aber ihr seht alle toll aus. Eigentlich habe ich ja hier eine Verabredung mit unserem Herrn Pfarrer. Aber da ich das letzte Mal zu spät gekommen bin, kommt er es vielleicht heute auch zu spät. Irgendwie stimmt hier was nicht. Wo bleibt der denn? Hallo Bürgermeisterin, ich komme, ich komme. Oh Gott, Menschenskinders. Ja. Die närrische Gemeinde ist ja schon vollzählig angetreten. Da. Nur der Pfarrer nicht. Ja, aber jetzt bin ich ja da. Und ich muss ja eins sagen. Im November haben wir ja den Startschuss gegeben, hier unseren Dorfkrug umzugestalten. Und ist er nicht schön geworden? Ist er nicht schön geworden? Tja, die Initiative unserer Bürgermeisterin ist gar nicht hoch genug anzurechnen. Tja, und ich denke, bevor wir so richtig mit dem Scheunenfest loslegen können, müssen wir die Fleißigen der Fleißigsten oder umgekehrt, also die hier so besonders Hand angelegt haben, als Ehrengäste begrüßen und dann geht's los, unser Scheunenfest. Also, ja. Liebe Bürgermeisterin, los geht's. Herr Pfarrer, sehen Sie da diese schönen Giebel aus ja, Holz? Ja. Die hat einen Traktorist hergefahren. Nein. Ja, das war ganz viel Holz. Oh. Und ich glaube, jetzt kommt er auch gleich. Na dann. Und Naranesen, den Traktoristen habt ihr alle erkannt. Es ist kein geringerer als der Präsident des Elberrates, Gern der Hagere Meister. Applaus.
heute nicht in Begleitung der Resi, sondern mit seiner Moni. Ja, und nun kommt unser Oberförster. Unser Oberförster? Ja, er schießt ja immer gerne einen Reh. Aha. Und ich glaube, davon gibt es heute sogar Gulasch. Oho. Ja, Rehgulasch. Also wollen wir mal gucken, wer denn sich hinter dem Förster verbirgt. Tja, und wer war oder ist unser Förster kein geringerer als unser Sekretär für gehobene Ansprüche, Don Pedro Sponelli. Euer Beifall für unseren Sekretär. Und nun begrüßen wir unsere Bauern. Man sagt ja immer, die dummsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, aber das trifft auf unsere Bauern nicht zu. Die haben immer große Kartoffeln. Richtig. Könnt ihr euch schunkeln? Ja! Ein Möck, der rammt die Pfeife gemütlich am Kamin. Da kam mit mal der Teufel und wollte holen ihn. Schön macht ihr das! Möck, der sagt, nee, mein Junge, das muss ein Irrtum sein. Ich stand doch drum muss ich in Himmel rein. Die norddeutsche Seele, die kann nicht böse sein. Nein, die norddeutsche Seele kann nicht böse sein. Ihr habt ihn alle erkannt. Unser Sekretär für närrische Einfalle, Gerard Jansowitsch. Und sein schönster Einfall im Leben, seine Jutta. Die hat er heute natürlich auch dabei. Ja, und jetzt freuen wir uns auf unseren Farmer. Ich glaube, er ist noch Single. Das bringt er, glaube ich, auch zum Ausdruck. Aha. Ja. Unser Farmer als Single. Auf geht's. Ich kriege keine Frau. Ich tue, was ich kann. Und der ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich kriege keine Frau. Ich bin eine Farmer. Gibt es nicht irgendwie so eine RTL-Sendung, Wunschsendung? Da werden wir den Jungen mal anmelden, nicht? Und ihr seid alles seine Fans, dann kriegt er schon eine. Also, liebe Närrinnen und Narranesen, wer ist es? Natürlich unser Sekretär für tänzerische Ein- und Ausdruck, Marc Münze vom Berg. Bitte, dein Beifall.